Okay, und dann Tarashinya alleine, das ist ja kein Tanz, das habe ich schon vorher gesagt. Also, und heutzutage hören wir immer wieder Tarasha, Tarasho. Also, was ist das? Okay, manche definieren jetzt Tarasho, es ist ein Tanz. Okay, von woher kommt das? Vorher hatte man Tarasha gesagt und dann jetzt kommt man in eine Etappe, Tarasho, es ist Tanz. Aber vorher, diese Kultur von Tarasha, die sollte man erstmal kennenlernen, bevor man Tarasho macht. Und dann, wenn du Tarasho machst, warum verwendest du diesen Namen als Tarasho? Woher hast du diesen Namen? Warum schaffst du nicht deinen eigenen Namen? Ja, so wie Tarasha auch so, woher hier das kommt. Und du nimmst so einfach ein Teil von diesem Namen. Das heißt, das ist eine Etiketteverschwendung. Etiketteverschwindel. Also du benutzt praktisch ein Teil von Namen von einer anderen, von einer anderen Kultur. Und du veränderst du das. Was machst du damit? Ja, das ist genauso, ein Name zu klauen und dann ein Teil von einem Namen zu benutzen, das ist verwirrend. Also bitte versucht ihr, eure eigenen Namen auch zu schaffen. Das ist nicht schwer. Du kannst so einen Namen in Englisch oder irgendwie einen anderen Namen schaffen und dann machst du auch deine eigene Tanz, machst du deine eigene Musik. Wenn die Qualität stimmt, die Leute werden auch kommen.